Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Humanites. Wir sind beim Gefängnis angekommen. Und werden direkt hier gefestet. Ja, wir sind hier ganz oben im Eck, da ist das Gefängnis. Und hier ist jetzt schon hier eine fette Party am Start, Mann. Oh, Helme. Ich mag keine Helme. Ja. Ich renne hier mit meinem spartanischen Speer rum. Hey. Kommt her. Oh, da ist ein Fetter. Oh, da ist ein Fetter. Oh, da sind viele Fette. Warte. Oh, scheiße, mein Leben ist alle. Gut, dass wir dich hier draußen killen, weil ich habe keine Gasmaske. Warte. Ich helfe. Achtung, ich muss nachladen. Oh scheiße, ich muss auch noch laden. Jetzt reicht's. Verprügelt die, die am Boden liegen. Passt. Denkt jetzt über die Füßen. So, das hätte jetzt deutlich besser laufen können. Aber es hätte auch schlechter laufen können. Da kommt jemand. Ich habe hier ein Advanced Lock gefunden. Used to lock up your base. Ja. Brauchen wir das? Eigentlich nicht, gell? Naja, eigentlich nicht. Wir spielen hier ganz alleine. Außer du willst mich aussperren. Hausverbot. Genau, ich lasse dich die Base komplett aufbauen und danach sperre ich dich aus. Genau. So, hoffen dann, wir mal, dass wir jetzt Munition finden. Nein, wir finden eine Pistole. Okay. Und dann laufe ich lachend weg. Idiot. Genau. Drei. So. Ich bin mal drüber gehabt. Northern State Correctional Facility. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Ruhe. Das ist genau hier ich oben in dem Quadrat A1. Direkt an der Straße. Links oder rechts? Machen wir erstmal rechts. Ich weiß auch warum. Ja, wir haben in Deutschland rechts von links. Straßenverkehr. Nein, so. Wir müssen links, weil dort ist ja. Nein, nicht ganz. Ich verrat's nicht. Nee, schau her. Hier. Weil hier kommt man durch. Ja, aber da sind nicht. Oh, das, ja, ich weiß, das sind nicht die tollen Sachen. Jetzt tun wir so, als müssten wir es nicht gehen, jetzt halt trotzdem erstmal nach links und. Ja, wir haben. Problem ist, wir haben nicht so viele Sachen zum Knacken. Deswegen. Müssen ich hab wir 10 Lockpicks. Ja, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer die Dinger sind. Ja, aber ich würde sie dich machen lassen, weil ich glaube, du bist tendenziell ein bisschen besser im Lockpicken wie ich. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee. Ja, da ist die Tür. Die habe ich gesucht. Welcome to Django. Hey, das ist nicht die Tür. Hä? Ach, hier rein. Dann probierst du erstmal. Ist zu. Ich mach's auf die nette Art auf. Ich habe auch eine Brechstange, gell? Also nur zur Info. Ja, wenn wir Klebeband finden, dann wäre es optimal eigentlich. Ja, perfekt. Hä? Ich hab's nicht aufgekriegt. Ah, jetzt. Da so, ist's. Hier ist es. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Ich hab zu wenig. Ja, du musst es machen. Aber die sind echt hart zum Knacken, gell?
geh mal gucken, vielleicht. Oh, sogar da ist es abgeschlossen. Ach. So. Das ist jetzt offen. Gewehrteile, 45er ACP-Munition, Polizeijacke. Mhm. Und sonst nicht wirklich was Interessantes da drin. Ja, die Muni nehme ich mal mit. Der Rest lasse ich da. So, jetzt habe ich mir zumindest mal einen Pulli angezogen. Hast du ein Duct Tape? Abgeschlossen. Ja. Ich hab keins. Das Ding ist jetzt abgeschlossen. Ne, das sind zwei. Du hast ja nur eins geknackt. Ja, aber da steht bei mir nur abgeschlossen dort und ich kann es nicht öffnen. Und ich habe aber noch Lockpicks. Ah, vielleicht brauchen wir den Schlüssel. Ah, ich bin ein... Passt schon. Lass uns nicht darüber reden. Okay. Ich habe es nur angeklickt, statt drauf zu bleiben. Ah, dachte mir schon, du hast ein Lockpick für ein Schloss, aber das Schloss sagt nein. Nein. Oha. Dieses Kackschloss zieht mir gerade die ganzen Lockpicks raus. Oha. Jetzt haben wir Fleischstange. Finally. Und? Kaliber 12 Munition, Körperpanzer und Advanced Lock. Ja, wo ist der Körperpanzer? Ein Großteil der Schrotflintenmunition habe ich dir wieder drin getan, ne? Oh, sehr schön. Problem ist. Problem ist was? Dass wir kein Problem haben. Und? So. Mülleimer. Meine Mülleimer ist vielleicht auch mal. Irgendetwas. Ich sehe gar nichts. Nein, verdammt. Gib mir Doktor. Also da muss ich sagen, das ist glaube ich auch mal so ein Ding, wo wir mal machen könnten, dass wir hier im Prison eine fette Base reinbauen. Dir ist schon klar, dass die Viecher hier die ganze Nacht spawnen werden. Obwohl wir hier sind? Ja. Ich dachte, die despawnen, oder beziehungsweise die spawnen nicht in unserer Nähe. Weiß ich nicht. Bin ich doch falsch. Die müssen in unserer Nähe spawnen. Sollen wir hier vielleicht? Weil die spawnen ja auch nicht im Haus. Oh, ich habe hier nochmal zwei, Danke. Schränke, ja. Ah, ich habe jetzt gerade noch die Brechstange in der Hand gehabt und habe jetzt das eine einfach aufgeknackt. Ja, ist auch einfacher als mit den Lockpicks. Take whatever you can. Or whatever you need. Ich habe dir was drin gelassen an Munition. Jo. Ich habe mir nur die 9mm rausgenommen. Weil mit 9mm bin ich schon happy. Vielleicht können wir das ja vertecken. Na, die Schlösser. Die ist besser wie meine jetzige. Dios mio. So, jetzt brauche ich allerdings, muss ich jetzt das Klebeband verwenden, weil meine Brechstange sonst komplett den Geist aufgibt. Also da müssen wir eh nicht, da müssen wir rein, glaube ich. Ist wie so ein Dungeon. Ich habe jetzt irgendwas gemacht, worauf ich nicht stolz bin, und zwar habe ich die Schrotflinte weggeworfen, ich Idiot. Prison Break Zombie Edition. Ja. Arr! Nein. Oh. Falsche. Finally. Lente. So, ich komme mich jetzt auch verteidigen. Gott sei Dank. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wo kommen wir jetzt? Ente. Falsche Tür. Wir müssen hier rein. Hier sind die Zellen. Oi. Nein.
Nein. Nein. Erstmal ein Knappers. Erstmal Zypern. Auch. Mach sie später tatsächlich. Dios mio. Nein, die Bleistange. Nein. Zeig's der Tür. So. Okay, was gibt's hier außer vollgepisste Matratzen? Ich lauf mal ganz nach hinten und du kannst hier vorne gleich bleiben. Aber ich guck die Pissmatratzen an. Oh, ihr habt ein Skelett. Der Dude hatte wohl die Todesstrafe. Oh, hier kommen wir in den Basketballplatz. Wo? Wo bist du? Oh, aus der Tür nur raus. Aber nichts Besonderes. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Zaun. Aha. Ja, okay, hier ist nichts. Weiter geht's. Heiter weiter. Ich habe nur noch ein einziges Lockpick. Und Brechstange. Nein, jetzt ist das gelockt. Nein, jetzt ist alles gelockt. Aber warum? Nein. Jetzt ist es vorbei. Ich will halt echt... Okay, jetzt muss ich aufhören, mit der Brechstange zu arbeiten, weil das nächste Mal zerbricht sie mir. Die zerbricht nicht. Die hat nur keinen... Die ist wie kaputt dann. Ah, ja dann. Mhm. Nein, Dauerhaftigkeit zu gering. Scheiße. Ah, diese Übersetzungen. Mhm. Ei. Da kriege ich ja schon fast Mitleid. Wie ich gesagt, die Entwickler sollen sich bei mir melden. Also, ich weiß nicht, ob wir hier was Interessantes finden, bis auf die komischen Schlösser für die Base. Mhm. Aber bis jetzt ist das eher... Hast du das andere Polizeischloss noch aufgemacht? Hä? Ah, ja, da ist eh nichts drin. Medizinmaterial, ich meine da, weil ich habe ja nur das eine geöffnet. Ja, da war nichts. Da. Das andere kann ich nicht... Ich kann ja nichts aufmachen. Ach, Brechstange bei dir komplett. Oh ja, die hat keine Lust mehr. Ist da auch die Dauerhaftigkeit zu gering? Ja. Oh. Sehr schön. Also ich bin irgendwie so dezent enttäuscht. Ich auch ein bisschen. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Das ist so... Ja, vielleicht so ein fetter NPC-Boss oder sowas. Das wäre... Ein Gefängniswärter, der mit Donuts wirft. Das schon. Aber schön ranzigen Donuts. Ja, so Krümmel-Donuts. So richtig harte... So mit Magenkrümmeln drauf. Mhm. Mhm. Mit denen du Nägeln aus der Wand ziehen kannst. Ja, genau, solche. Ne? Ich laufe mal außen rum, vielleicht fände ich noch irgendwas Cooles, aber sieht eher nach einem Hauch von Scheiße aus. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Erstmal ein Red Bull. Ich kaum mir so ich schneller laufen kann. Auf dem Parkplatz steht noch ein Auto, was man knacken könnte, aber... Wir haben ja nichts mehr. Danke für die Info, die ist absolut nutzlos. So, ich hau mir gerade Soda rein ohne Ende und
werde mir jetzt noch einen Schokoriegel reinhauen. Mhm. Die beste, ausgewogenste Ernährung überhaupt. Mhm. Soda und Schokoriegel. Ich hoffe echt, dass die Soda keine Light-Soda ist. Ich kann gerade nicht reden. Ich habe mir gerade den Hanuta-Riegel getroated. Ich habe einfach mal das ganze Ding reingeschoben. Hom. Mhm. Wie viel bekommst du auf einen Schwung an Essen in deinem Mund? Costa alles. Nein, einfach ja. Oh, alles. Aber es ist hier nichts mehr, oder? Irgendwie. Ja, aber Hanuta ist ja auch nicht so dick. Da ist übrigens eine Gasmaske im Auto. Ah, nee, scheiß drauf. Weil du vorher gemietet hast. Ich hab keine Gasmaske. Ja, im Nahkampf ist halt echt scheiße. Ja, gut. Dann haben wir das hier. Das war's mit der enttäuschenden Schatzkammer. Dann haben wir hier das Prison of Enttäuschung gemacht. Prison of Enttäuschung. Ist aber passend. Ja. Also das ist so, keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt noch was. Also wo ist es ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Also das ist hier oben die Location. Da können wir jetzt hier einfach mal gemütlich zurückfahren. Da vorne meintest du, ist ja noch irgendwo eine Tankstelle. Hier in den... ja, hinter uns. Ja. Aber wenn wir weiterfahren, oh, warte mal. Wie viel Zeit haben wir noch? Keine Ahnung, zwischen 4 bis 5 Minuten, warum? Okay, let's go. Wir gehen kurz mal was ausgraben. Das ist hier in der Nähe. Hm. Ach, stimmt. Ach, ja. Du hast ja eine Schaufel und du hast einen Friedhof gefunden. Genau, der ist hier irgendwo. Dann machen wir jetzt halt noch eine kurze Friedhofsparty. Wir besuchen unsere Verwandten. Aber wo war das? Das muss ich echt hart überlegen. Ich dachte, das ist auf der anderen Seite gewesen. Mm. Du bist doch genau andersrum gefahren. Das heißt, wir müssten einen kompletten Bogen fahren. Das heißt, wir müssten oben rumfahren. Nee, wir fahren schon richtig. Wir fahren jetzt im Prinzip den Weg zurück, den ich gefahren bin. Ja, ja, aber dort war das ja. Aber wo weißt du das, wenn du da nicht lang gefahren bist? Ich habe alles erkundet. Es ist in meinem Kopf so ein bisschen geblieben. Muss auf einer linken Seite sein, Friedhof. Also ich habe da keinen gesehen, wie ich hier noch... Du Nosen, du. Mein Auto will nicht mehr fahren. Mein Auto ist kaputt. Kein Sprit oder? Nee. Irgendwas anderes hat er. Muss mal gucken. Meine Starthilfe wird bald hops gehen. Okay, läuft wieder. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Du suchst da unten nach dem Friedhof, ich fahr dabei zur Tanke nochmal hoch. Ja. Loote die. Und wenn du es gefunden hast, dann werden wir eh schon, glaube ich, in der nächsten Folge sein. Dann machen wir in der nächsten Folge eine Friedhofsparty spezial. Ich habe Starthilfe gefunden, 90% voll. Geil. Manchmal hat man einfach ein Glück. Jupp, definitiv. Und ich habe so einen kleinen Sportwagen gefunden. Ich wünschte, wir werden wissen, wo dieses neue Fahrzeug ist oder wie das aussieht. Ja, ich hoffe, das werden wir irgendwann mal im Laufe unserer Aufnahmen finden. Und das Militärfahrzeug auch noch. So, ist hier jetzt die Tanke? Ja, hier ist die Tanke und da ist ein Köter. Dios mio! Schleich dich!
So. Das ist die kleine Stadt. Was ist das hier? Oha. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Passt. Dann looten wir jetzt noch gemeinsam die Tankstelle und dann sind wir eh schon wieder am Ende für die heutige Folge angekommen. Ich habe echt keine Schmerztabletten dabei. Hm? Ich habe einen Verband. Passt. Dann hau ich mir mal schnell einen Verband hin. Weil ich habe mich gerade wieder angestellt wie der erste Mensch auf diesem Planeten. Das kommt in den besten Familien vor. Schoker. Ja. Sag mal, bin ich jetzt komplett bescheuert? Wo waren das jetzt? Ich will doch nur Leichen ausgraben. Weißt, für alles andere bin ich zu blöd, aber in so ein Militärgebiet reindonnern, da bin ich die Nummer 1. Ich hab grad was Tolles gefunden. Was denn? Ah, eine Brechstange. Oh, nein. Und 3 Kanister Benzin. Jetzt übertreibst du aber. Mhm. Und die Brechstange ist mehr als halb voll. Oh ja. Jo, dann schleppe ich das Ding erstmal mit mir rum. Oh, da ist ja noch einer. Sag mal, hast du den Knall nicht gehört? Wir hatten da voll die Party. Okay, ich bin zu schwer. Das heißt... Ich muss abnehmen. Ja. So, dann war jetzt die Tanke hier noch mehr als erfolgreich. 3 Kanister Benzin. Das ist super. Oh nein, mir ist die Karre verreckt und hier ist ein Bär. Du verarscht mich. Du verarscht mich. Manchmal haut man halt einfach ein Bech. Warte mal, der Bär haut ab. Hä? Dann würde ich auch laufen. Ist das nicht so, dass die Bären... Hä? Wieso läuft denn der weg? Oh. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß ganz genau, wann du das letzte Mal geduscht hast. Ja, danke schön. Na, passt. Dann haben wir jetzt da herum nochmal eine Tankstelle. Die markiere ich mir hier in grün. Der Bär kommt wieder zurück. Oh nein. Dann wieso rennt doch mein Auto rum? Das ist ein polnischer Bär, der will mir das Auto klauen. Das Prison in grün habe ich hier oben markiert. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Aufnahme. Und wenn Costa den Friedhof gefunden hat und mit seiner Bärkuschelei aufgehört hat, dann... Alter, der schluckt Muni. Ich habe gerade 20 Schuss in den geballert. Dann machen wir in der nächsten Runde ein Friedhofsspezial und schauen, was wir da so finden können, wenn wir den Friedhof looten. Bis dahin bedanken wir uns auf jeden Fall dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt auf euch auf und ciao. Tschüss.